Boah, das ist so eine Zweckentfremdung. Nicht auf dem Bett draufstehen, drin schlafen. Ich meine, das ist eigentlich mein Bett, aber wenn du es schon selber benutzen willst, dann tu es auch richtig. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Nachdem wir die Wackelpuppen abgearbeitet haben, ein paar Riesenkreaturen erledigt haben und alle sonstigen Ziele, die ich momentan auf dem Tacho hatte, abgeschlossen haben, widme ich mich jetzt endlich mal wieder ordentlichen Nebenquests und ich habe ja bereits auf meinen Reisen durch das Ödland eine Quest angenommen. Und zwar ist das hier ungefähr in der Nähe von Bunker Hill. So ein riesiges Schiff mit dem Namen USS Constitution. Und da hat uns ja irgend so ein Mr. Gutsy-Roboter angesprochen und uns die Quest Die letzte Reise der USS Constitution verpasst. Oh Mann, ey. Da bin ich mal gespannt, was uns dort erwarten wird. Übrigens, ich habe seit dem letzten Part auch mal mein Waffenarsenal ein bisschen erneuert. Ich habe mir statt meines Lasergewehrs eine Plasmagewehr geholt. Alles klar. Und statt des Gatling-Lasers habe ich jetzt ein Gauss-Gewehr namens Mr. Gauss dabei. Einfach mal, damit ich mal ein paar andere Waffen habe, die ich euch auch mal zeigen kann im Gameplay von Fallout. Gerade die Plasma-Waffen, die sollen ja eigentlich eine verbesserte Version der Laserwaffen sein. Na, die kann man nicht benutzen. Ja, so viel dazu, ne? Dann gucke ich mal, was uns hier erwarten wird. Wir werden schon mal mit einer Menge Vorkriegsgeld begrüßt, was ich sehr begrüße. Ja, ah, da geht's hoch. Gucken wir uns erstmal in dem Gebäude ein bisschen um, ob sich hier nicht irgendetwas Nettes findet. Tischventilator nehme ich mal mit. Mir sind nämlich beim Waffen-Upgrade bauen, die Schrauben ausgegangen tatsächlich. Da fällt mir auch gerade ein, ich sollte die vielleicht im Inventar unter Schrott, Komponentenansicht, da, Schrauben. Die werde ich jetzt auch mal wieder markieren für die Suche, damit ich auf jeden Fall alle Gegenstände, die ich zu Schrauben verarbeiten kann, mitnehme. Boah, holy shit, ey. Wie auch immer es dieses Schiff geschafft hat, hier rein zu krachen und wer auch immer diesem Schiff diese fetten Turbinen angetackert hat. Respekt, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall ein Anblick, mit dem man überhaupt nicht im Ödland rechnet. Okay, hier kann ich zwar aufs Schiff drauf, aber bringen. Ach da! Da geht's hoch. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, da ist zwar eine Brücke hingebaut, aber es führt zu nichts. Doch. Interessant. Okay. Und ja, ich werde jetzt wirklich systematisch alle Nebenquests Was abschließen. ist das Wow. denn für ein Gestank? Oh, ich wusste gar nicht, dass du riechen kannst. Naja, sollte nichts gegen dich sein. Sorry, Valentine. Okay. Ja, geil. Ja. Hier ist schon alles kaputt. Hier spricht der Captain. Wir Oh. nehmen einen Soldaten auf. Räumen Sie die Koje frei. Deaktivieren Sie die Verteidigungssysteme. Machen Sie Platz. Alles klar. Der weiß schon über uns Bescheid, der gute Kerl. Hier ist alles als stehlen markiert, also brauche ich mich nicht großartig nach Beute umsehen. Seekadetten, wegtreten. Wegtreten, sag ich. Dieser Soldat ist unser Gast an Bord. Bitte behandeln Sie ihn entsprechend. Ah, hoffentlich, Identifizierter Eindringling. Eindringling. Erster Mal, hier spricht der Captain. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Er bitte Erlaubnis zur Anwendung tödlicher Gewalt. Alter, ernsthaft, ganz ruhig, Alter. Der Protektron ist scharf auf Blut. Hey, hey, ganz ruhig. Lasst uns das doch vernünftig regeln. Kein Grund zum Blutvergießen. What the fuck? Bitte nicht nachkommen. Zurück! Das ist ein Befehl! Und benutzen Sie den Akzent, verdammt nochmal! Ei, Captain, weiche zurück. Witzig. Okay, wir haben schon mal einen ersten Mart, der auf Blut aus ist. Das kann ja nur gut gehen.
Der Kerl wird bestimmt eine Meuterei anzetteln und dann müssen wir gegen diese ganzen Roboter und Geschütztürme in den unteren Decks kämpfen. Ich sehe es schon kommen. Das war ja echt eine Menge Sicherheitsshit, der da unten aufgebaut ist. Dass ein Schiff in dem Gebäude da steckt, da hat jemand mit Ärger gerechnet oder ihn provoziert. Okay. Oh Mann, hier oben ist sogar ein Wachbot. Und der Wachbot ist der Captain. Ja, okay. Wenn der ganze Besatzung aus Robotern besteht, macht es durchaus Sinn. Hi, der hat eine Mütze auf. Mr. Navigator, das Krähennest soll sofort 2-Bankbord absuchen. Aber zackig. Hi, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Den ersten Mart hat sie hoffentlich nicht zu hart angenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Ja, danke. Danke, dass du ihn zurückgepfiffen hast. Der Scan zeigt, dass sie noch alle nötigen Gliedmaßen haben. Also alles bestens. Ich bin Captain Ironsides, Kommandant der USS Constitution. Hallo. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby. Ich spucke auf dich. Okay. Traurig. Für so ein historisches Schiff. Das hier sollte ein Museum sein und keine Wetterfahne. Da sind wir meiner Meinung. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, im Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurfsratten und Taugenichtse als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Mission angehen können. Okay. Ich helfe. Sag mir einfach, was du brauchst. Guter Mann. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten. Beeilt euch, Leute. Plünderer im Anmarsch. Oh, okay. An die Kanonen. Feuer die Kanonen ab. Ach, geil. Wo sind die? Da? Manno, wie feuere ich die Kanonen denn ab? Ach, da. Nice. Wow. Alter. Geil. Okay. Ah, schade. Na. Jawohl, geil, Leute. Ja, das Plasmagewehr ist echt nicht schlecht. Kann ich nochmal feuern? Schade, nicht. Wo ist der andere? Oh, nice. Wir haben sogar eine ziemlich gute Trefferchance. Geil. Das freut mich. So, der als nächstes. Dann machen wir das doch mit VATS. Warum nicht? Da ist auch noch einer. Oh. Haha. Sehr gut. Da, ein legendärer Plünderer. Ah, oh, shit. Jetzt ist er noch mutiert. Na toll. Ah. Oh. Ich hätte den auch gerne erledigt und dann hätte ich später die, das Zeug von dem eingesammelt. Aber krasse Feuerkraft. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. So, mit wem muss ich sprechen? Mit dem Mr. Navigator. Na dann los. Ist ja schon eine lustige Truppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat was. So eine Roboterbesatzung von einem alten, antiken Schiff mit lauter technischen Geräten aufgemotzt. Witzige Idee. Hallo. Ihre Anwesenheit ist für diese bescheidene Einheit eine große Ehre. Meine Programmierung würde es als fehlerhaft ansehen, wenn ich nichts einwerfe. Lang lebe der Captain! Alles klar. Du hast wirklich Elan. Vielen Dank für das Kompliment. Aber nun zur Mission des Tages. Unsere letzte Marineexpedition kehrte tapfer mit den dringend benötigten Vorräten zurück. Darunter auch Stromersatzkabel, Sir. Aufgrund meiner fehlenden Körperteile sehe ich mich leider nicht in der Lage, diese Kabel selbst zu reparieren. Alles klar, dann helfe ich. Ich kümmere mich sofort darum. Meine Aufregungsemulatoren leuchten im Mikrosekundentakt auf. Sobald diese Sache erledigt ist, bitte ich Sie inständig, meine unendliche Dankbarkeit entgegenzunehmen. Ruhig, Brauner. Oder Grauer. Oder Silberner. Was auch immer.
Reparier oder ersetzt die Stromkabel. Aha, und was war da jetzt nochmal als optionales Ziel? Moment, nein, das will ich nicht. Da. Optional schnappt ihr die Stromkabel. Och nö. Ich will denen jetzt helfen. Ich will denen nicht alles wegklauen. Ist doch dahinter, oder? Nö. Ach so. Neue Stromkabel, alles klar. Was haben wir hier? Ein Deckel. Reparieren. Die primären Stromkabel der USS Constitution, über die vielen Systeme mit Strom versorgt werden, sind stark beschädigt. Okay, nichts tun, neue Stromkabel installieren, improvisieren, Intelligenz plus 3, Ersatzstromkabel besorgen. Aha. Okay. Hm. Ja, aber warum? Können wir irgendetwas mit diesen Stromkabeln machen? Außer... Ja, okay, wir können die zu Kupfer und Stahl verarbeiten, aber naja. Nee, komm, wir machen schon die richtigen Dinger dran. Das ersetzt, du ersetzt das beschädigte Kabel durch ein neues Stromkabel. Ja, ist auch besser so. Ich will ja nicht, dass die armen Roboter abstürzen. So. Neues Stromkabel rein. Also ich sehe für mich keinen Vorteil darin, die Dinger selber zu behalten oder zu improvisieren. Finde ich ist Blödsinn. So. Das wäre erledigt. Sprich mit dem Bootsmann. So. Mr. Navigator, Sir, ich habe alles erledigt, was Sie wollten. Durch die Adern der Constitution fließt wieder Energie. Die jawohl. Die Systeme, die so lange darben mussten, sind wieder lebendig. Glückwunsch. Hurra. Aber jetzt sind weitere Schwachstellen unseres Stromnetzes zu sehen. Das Netzrelais, über das ich mich leider beschwert habe, schwankt sehr stark. Okay. Keine Sorge. Das bekommen wir schon hin. Volltreffer, Sir. Netzrelaispulen sind sehr gewöhnliche Teile. Dürfte ich vorschlagen, in den Läden hier vor Ort nachzusehen? Das wäre sicher hilfreich. Guten Wind und nachlaufende See. Alles klar. Na dann. Und was haben wir hier noch? Netzrelais reparieren. Einige Netzrelais sorgen für die Verteilung der Energie auf die Schiffssysteme. Die Spannung schwankt allerdings stark, da eine der Netzrelaisspuren stark korrodiert ist. Netzrelaisspuren sind recht häufig zu finden und bei vielen Schrotthändlern zu bekommen. Ein geschickter Ingenieur kann die Spule allerdings auch reparieren. Dazu benötigen wir mindestens 5 Intelligenz. Haben wir. Machen wir. Du schaltest den Strom ab und reinigst die Spule fachmännisch. Danach setzt du die Spule wieder ein und aktivierst das Stromnetz. Die Systeme werden nun wieder gleichmäßig mit Energie versorgt. Nice! So, jetzt wieder mit dem Bootsmann sprechen. Bootsmann. Der Strom fließt stark und gleichmäßig. Ich würde ja applaudieren, aber kann dies aus Mangel an Klatschwerkzeugen nicht tun. Hm. Hurra, Sir! Hurra! Hurra! Gern geschehen, Bootsmann. Sie sind zu freundlich. Ich benötige keine weitere Hilfe. Aber unser Mr. Navigator hat auch Probleme. Angeblich pfeift unser Lenksystem auf dem letzten Loch. Sprechen Sie mit ihm, falls Sie es nicht schon getan haben. Leben Sie wohl! Alles klar. Ja, mit dem Navigator sollen wir ja bereits reden. Also, die Aufgabe haben wir bereits erhalten. Gut. Ja, bis jetzt läuft's doch einigermaßen gut, würde ich sagen, oder? Super. Dann weiter geht's. Werde kürzer Ladezeit. Bitte. Bitte. Och, komm schon. Ist doch gut. Ja. Das ist leider ein kleiner Minuspunkt, den man echt allen Bethesda-Spielen, also allen Open-World-Bethesda-Spielen ankreiden muss. Ja, ja, du hast schon darüber geredet. Ja, 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 ja. Und zwar, die Ladezeiten sind einfach viel zu lang. Also, ich meine, ich toleriere es ja, weil es so eine riesige Welt ist, in der es so viel zu entdecken gibt. Alles klar. Schadensbericht folgt nach Abschluss planmäßiger Pflichten.
Gut. Deine Roboter leisten gute Arbeit bei der Verteidigung des Schiffs. Proklamation 1. Verteidigen Sie die Constitution mit allen Mitteln. Lenksystem offline. Diverse Fehler diagnostiziert. Erster Fehler, Lenkchip entwendet. Diese Einheit verlangt seine Rückführung. Alles klar. Ich kann helfen. Wo ist er? Von menschlichen Plünderern entwendet. Beschaffen Sie Chip in Plünderer Vorposten. Captain hat Belohnung für Rückführung genehmigt. Tödliche Gewalt nur im absoluten Notfall zulässig. Beiboot entsperrt und verfügbar, Sir. Dass der ständig irgendwelche Audio-Logs noch abspielt. Ja, kannst du mich bitte vorbeilassen? Danke. Ich kann deinen Chip nicht besorgen, wenn du mich nicht rauslässt. So. Sir. Und ja, ich toleriere es ja, dass die Spiele so riesige Ladezeiten haben, weil auch die Welt riesig ist und es viel zu entdecken gibt und das Gameplay geil ist und die Story geil ist. Ha, es ist einfach nur toll. So, und guck mal, das hier ist übrigens der Zufallseffekt, den unser Plasmagewehr haben kann. Gegner können zerschmelzen und dann zu solchen Schleimhaufen werden. Lecker, ne? Also die Laserwaffen können die Gegner in ihre Atome zerlegen und die Plasmawaffen lassen sie zerschmelzen. Super Sache. Hallo. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den scheiß Robotern her. Okay. Fast draufgegangen, gehören nicht zu dir. Egal, ihr verzeihen. Gehören nicht zu dir, wirklich? Sie waren Plünderer, aber keine von euch. Tja, sie waren so halb von uns. Ach. Wir sind nicht daran gewöhnt, zusammenzuarbeiten. Es gibt keinen Anführer. Aber wir haben eine Vereinbarung. Alle helfen zusammen. Jeder kriegt den gleichen Anteil. Als du auf das Schiff gekommen bist, sind diese Idioten ausgeflippt. Sie haben die Vereinbarung gebrochen und dafür bezahlt. Wie bist du überhaupt an Bord gekommen? Wir dachten, die würden dich durchsieben. Ja, ich bin ein Soldat. Er wusste, dass ich ein Armee-Veteran bin, also hat er mich an Bord gelassen. Armee? Ist das nicht so ein alte Welt-Unsinn? Wie auch immer. Du hast es also von innen gesehen, hm? Die Beute, die fette Ladung, die nur darauf wartet, geborgen und verkauft zu werden. Nein. Wenn du das sagst, Berge gut wertvoll, alles nur wegen der Gier. Ist der Kram da drin wirklich so wertvoll? Nun ja, wir könnten Diamond City mit diesem Zeug monatelang versorgen. Wir müssten nie wieder in der Gosse betteln. Du hast also mit der Blechdose gesprochen. Was hat er gesagt? Was glaubst du? Was glaubst du, was er gesagt hat? Keinen blassen Schimmer. Das einzige Mal, dass wir mit ihm geredet haben, hat er uns irgendwas von Kiel holen und so einen Mist zugeschrien, während seine Roboter über uns herfielen. Und was hat er gesagt? Ich weiche mal der Frage aus, die Frau ist mir suspekt. Wir haben über vieles geredet. Lass mich raten, er will seinen Computerchip zurück, richtig? Tja, zu schade. Der gehört jetzt uns. Weißt du, wofür er ihn braucht? Für seine Raketen. Die riesigen, gottverdammten Raketen an der Seite des Schiffs. Er ist verrückt geworden. Hat einen Grund. Es gibt sicher einen guten Grund, warum er sie braucht. Willst du diesem Blechkameraden wirklich helfen? Scheiß auf diesen Roboter und arbeite für uns. Hier gibt's noch Dutzende von uns. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Oberhand haben. Ich teile meinen Anteil nicht mit ihm. Willst du uns hinhalten, Davis? Kennst du einen magischen Weg dort rein? Der Typ hat ein Ticket an Bord, also halt Maul. Hilf uns, diese dumme Blechdose endlich zu zerstören. Habt ihr gemerkt? Also die Kerle werden sich wahrscheinlich sogar untereinander zerfetzen und wegen der Beute. Also, mit anderen Worten, zuerst wollen die Roboter umbringen und danach töten sie sich gegenseitig für den ganzen Kram. Nee, vergesst es. Nee, ich werde nicht den Plünderern helfen. Ich werde Ironsides helfen. Nein,
Ich halte zu Ironsides. Behaltet eure Drecksfinger lieber bei euch. Leck mich, Arschloch. Du hast Glück, dass wir dich nicht erschießen. Ach ja? Das kann ich nur zurückgeben. Es wäre besser für uns alle, wenn du einfach verschwinden würdest. Was guckst du so? Ah, da ist der Lenkchip. Wir müssen den allerdings scheinbar klauen. Oh, na toll. Hier ist sogar ein Kerl, der das Ding die ganze Zeit bewacht. Soll heißen, wenn wir das Ding stehlen, greifen die uns an, oder? Moment. Ja. Schade, dass wir keinen Stealthboy haben, sonst könnten wir... Wisst ihr was? Momentchen mal, ich mach das mal eben, weil wir haben... Ihr habt eh noch nie einen Stealthboy gesehen und das wäre der Sache nur dienlich. Ich hole mal eben einen Stealthboy, Leute. Kleinen Augenblick. So, Leute, da bin ich jetzt echt gespannt, ob das funktioniert. Der ist unter Hilfsmittel. Da, Stealthboy. Wenn wir den benutzen, werden wir für kurze Zeit unsichtbar. Klick. Und jetzt sind wir versteckt. Zack. Können den Lenkchip nehmen und werden hoffentlich nicht angegriffen. Was? Was zum... Wir sind hier irgendwo. Ne? Na toll. Alles klar. Ah, mein Bein. Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Schade. Ja, dachte ich auch, aber selbst mit dem Stealthboy klappt es nicht. Wie ihr seht, wir sind komplett unsichtbar gerade. Man sieht uns im Prinzip kaum. Ja, jetzt sind wir schon wieder, ja. Das Ding hält nicht gerade lange. Ich meine, in Fallout 3 hätte es auch länger gehalten. So finde ich komisch. Ab dich, Arschloch! Ah. Du Schwanzlutscher! Nee. War hier nicht noch einer? Die Tusse? Oder habe ich die schon erledigt? Ich meine, es wären gerade eben noch zwei Markierungen gewesen. Naja, was soll's. Offensichtlich gab es keine friedliche Lösung mit denen. Mit anderen Worten, entweder sie oder die Roboter. Und ich habe mich für die Roboter entschieden. Und da das dem Nick gefallen hat, können wir davon ausgehen, dass es die richtige Entscheidung war. Ich meine, man hat ja gesehen, dass im Plünderer die geiern einfach nur darauf, irgendwas zu bekommen, um sich den Unterhalt zu verdienen. Also, das waren im Prinzip Raider. Für mich waren das Raider, Leute. Deswegen, die wären uns wahrscheinlich auch in den Rücken gefallen. Ich glaube nicht, als der eine schon gesagt hat, ich werde mit ihm meine Beute nicht teilen. Da habe ich schon gemerkt, ja, alles klar, ich weiß schon. Die werden mir allesamt nichts schenken. Da kann ich es mir auch gleich sparen, mit denen zusammenzuarbeiten. Also selbst wenn der eine Kerl das nicht gesagt hätte, ich hätte eher mit den Robotern gearbeitet, weil die Roboter mir einfach mehr sympathisch sind. Die sind mir viel sympathischer, ich mag die. Ist einfach so. Ein Herz für Roboter. Das habe ich ja in diesem Let's Play auch sehr oft bewiesen, ne? Ich setze mich für die Synths ein. Ich weiß nicht, was ich verstören dafür. Und so weiter. Dass ein Schiff in dem Gebäude da steckt. Jemand hat sich alle Mühe gegeben, hier niemanden reinzulassen. Okay, ich weiß nicht, ob er das schon einmal den Satz komplett gesagt hat, während ich aufgenommen habe. Er meinte, er weiß nicht, was er beunruhigender findet. Dass ein Schiff in dem Gebäude steckt oder dass noch immer ein Schiff in dem Gebäude steckt. Aus irgendeinem Grund spricht er den Satz hier oben nie ganz zu Ende. Naja. So. Kernsteuerungssystem. Packen wir den Chip rein. Zack. So, sprich mit dem Navigator. Da ist er. Ah, sehr gut. Mr. Navigator? Ahoi, Soldat. Chip zurückgehalten. Belohnung erteilt. Diagnose zeigt bestehenden Fehler an. Lenkradarsender nicht funktionstüchtig. Ersatz erforderlich. Alles klar. Helfe gern. Ich freue mich, euch erneut zu helfen. Freude des Soldaten ist irrelevant. Empfange Poseidon-Radarsender an angegebenen Koordinaten. Weitere Belohnung wird nach Abschluss erteilt, Sir. Alles klar. Reparier oder ersetz den Poseidon-Radarsender. Was machen wir? Das ist der Radar des Lenksystems, das vom Schiff der Küstenwache stammt. Praktisch alle Komponenten wurden repariert oder ausgetauscht. Lediglich der Poseidon-Radarsender ist noch beschädigt.
Es handelt sich um ein seltenes Stück, das nur in Poseidon-Anlagen verwendet wird. Ein extrem fähiger Ingenieur könnte den Sender möglicherweise auch reparieren. Ja, offenbar ist unser Intelligenzwert nicht hoch genug. Schade. Aber wir haben doch... es gibt noch eine weitere Alternative, oder? Ersetze den Poseidon-Radarsender, okay? Dann werde ich... Na, wobei, das schaffen wir in diesem Part wahrscheinlich nicht mehr. Da müssen wir hin. Alles klar. Ja gut, Leute, dann würde ich glatt sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von euch. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Fallout 4, wo wir sehen werden, ob wir es endgültig schaffen werden, diese USS Constitution wieder zum Laufen zu kriegen. Na dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.